mit der SPÖ unterwegs durch ganz Tirol. Heute sind wir am Bahnhof in Flauerling. Auch hier steigen täglich viele Pendlerinnen und Pendler ein und aus. Eine Personengruppe, die der Sozialdemokratie ganz besonders am Herzen liegt, Gerd Reheiß. Ja, absolut. Die Pendlerinnen und Pendler verdienen unsere höchste Wertschätzung. Was die im täglichen Arbeitsleben auf sich nehmen, ist unglaublich. Und daher denke ich, ist es ganz wichtig, diese Forderung auch ganz klar jetzt zu sagen. Wir fordern ein ganzjähriges, billigeres Jahresticket für ganz Tirol. Und ich denke, Südtirol zeigt es uns vor, wie es möglich ist. Einer, der das Pendeln aus eigener Erfahrung kennt, ist Georg Donauer. Herr Donauer, was muss sich in Tirol im Nahverkehr ändern, damit der Nahverkehr attraktiver wird? Ja, um den Nahverkehr attraktiver zu gestalten, müssen besonders in den Hauptverkehrszeiten die Fahrtintervalle wesentlich verkürzt werden. Des Weiteren darf das Jahresticket nicht nur ab einer Wegstrecke von 20 Kilometern gefördert werden. Die Förderung muss auch innerhalb von 20 Kilometern gelingen. Dann würden sich viele Pendlerinnen und Pendler sagen, ja, ich lasse das Auto stehen und ich werde umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass vor allem im Ballungsraum in Innsbruck viel, viel weniger Pkw-Verkehr entsteht. Gerd Reheiß, welche Offensiven braucht es in Sachen Park and Ride? Ich denke, dass es wichtig ist, den Pendlerinnen und Pendlern den Umstieg auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel wie die Eisenbahn zu ermöglichen. Und daher braucht es eine Offensive bei den Park-and-Ride-Systemen. Und zum Beispiel in Delfs, Kemmerton oder Matrei hier Park-and-Ride-Einrichtungen zu schaffen, würde dem entgegenkommen, den Pendlern es möglich machen, umzusteigen vom Pkw auf die Bahn. Und noch einmal zurück zu Georg Donauer hier am Bahnhof in Flauerling. Herr Donauer, Nahverkehr ist Ihr großes Thema. Es gibt jetzt auch von der ÖVP dieses Schulplus-Ticket. Ja, ich bezeichne dies als Schulpfusch-Ticket. Da fühlen sich nämlich 36.000 Studentinnen und Studenten vor den Kopf gestoßen. Und daher unsere klare Forderung, die Forderung der SPÖ, ein Ticket für alle Jugendlichen bis 24 um 60 Euro, das wäre konsequent und gerecht. Der Nahverkehr in Tirol, ein ganz zentrales Thema für die SPÖ, für ein Miteinander in Tirol.